Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Burghauser Rathaus. Wir sprechen jetzt gleich mit ersten Bürgermeister Florian Schneider über Burghausen im kommenden Jahr. Welche Projekte stehen an in der Stadt an der Salzach? Was wird getan und wie sind diese ganzen Gerüchte rund um Bürgerbeteiligung und Verkehr aktuell? Wir werden es gleich hören. Herr Schneider, Verkehr ist ein wichtiges Thema für alle Burghauserinnen und Burghauser. Sei es jetzt die Lage mit der Einbahnregelung rüber zu unseren Nachbarn nach Österreich oder die Umgehungsstraße Richtung Mehring an der Burgkirchener Straße oder die zentralen Straßen in Burghausen, Maklerstraße oder Robert-Koch-Straße. Was steht uns denn da ins Haus im nächsten Jahr? Also Verkehr und Mobilität sind in der Tat wichtig, ist ganz klar. Es gibt auch verschiedene Zeiträume, denke ich, die man betrachten sollte. Langfristig, ich hoffe möglichst schnell, aber doch jetzt nicht nächstes Jahr, braucht man die Ortsumfahrung. Also ich glaube, diese Ortsumfahrung, die dann an Burghausen den Durchgangsverkehr, den Schwerverkehr vorbeilenken soll, ist ganz ein zentrales Element von unserer Verkehrspolitik, von der Mobilität in Burghausen. Das ist auf einem guten Weg, da müssen wir einfach dranbleiben, aber es ist kurzfristig jetzt da nichts zu machen. Kurzfristig kommen vielleicht ein paar Beeinträchtigungen mit dem Verkehr. Was steht uns bevor? Die Salzländensanierung. Sicherlich kein einfaches Thema, es wird die Altstadt nächstes Jahr beeinträchtigen, aber wir kriegen das gut hin. Es ist also auch lange angekündigt gewesen. Es ist lange angekündigt und es muss einfach sein. Also es hilft nichts, diese Sanierung des Sickergangs an der Ufermauer muss durchgeführt werden, muss auch jetzt durchgeführt werden. Wir bekommen ja 60% vom Wasserwirtschaftsamt bezahlt und die Zuschüsse müssen wir uns sichern. Also kommen wir nicht drum rum, beeinträchtigt den Verkehr, ist mal vorübergehend ein Hindernis. Und ansonsten, glaube ich, ist die Überschrift beim Verkehr, wie können wir die Aufenthaltsqualität steigern? Das ist der zentrale Punkt. Also wie können wir in Burghausen schauen, dass wir die Mobilität so ordnen, die Stadt so gestalten, dass die Aufenthaltsqualität möglichst gut ist. Und dabei war jetzt diese Einbahnregelung, alte Brücke, ein Element. Also die Überlegung ist, wie bringt man Durchgangsverkehr, auch da Durchgangsverkehr, der einfach nur durch die Altstadt durchfährt, wie kann man den umlenken? Muss der wirklich über den Stadtplatz fahren? Unser zentraler Platz in Burghausen, Aufenthaltsqualität, die Biergärten, das Miteinander, das Flanieren. Oder kann man nicht sagen, da fährt man über den Umgehungsberg? Ich glaube ja, da ist der Umgehungsberg der richtige Weg. Also Aufenthaltsqualität steigern, mehr Menschen in die Altstadt, dafür weniger Autos. Wie wird es denn mit dem Stadtplatz vorangehen? Wir haben nächstes Jahr Bürgerbeteiligung vor. Wie gestalten wir die Altstadt? Einen großen Prozess, den wir jetzt im Februar vorbereiten werden und der dann im Mai losgeht. Und da denke ich, dass dieses Thema Mobilität auch in der Altstadt, wie wollen wir das alles regeln, dass das ein zentraler Punkt sein wird. Wenn ich da gerade einhaken darf, wo kann man sich denn zum Thema Bürgerbeteiligung informieren, wenn man mitmachen möchte oder wenn man am Ball bleiben möchte? Also ganz einfach, entweder E-Mail schreiben, gestalten@burghausen.de, einfach E-Mail hinschicken mit Vorschlägen oder sonstigen. Die Homepage, wir überarbeiten sie gerade. Ich wollte eigentlich schon weiter sein, aber wir überarbeiten sie gerade und werden die auch nächstes Jahr dann spätestens 1. März neu online schalten, wo man die ganzen Informationen noch besser aufbereitet und frisch findet. Oder mich ansprechen, die Stadträte ansprechen, sich einfach melden und miteinander im Gespräch bleiben. Neben dem Verkehr ist ja die lokale Wirtschaft, der lokale Handel auch ein Dauerthema. Wir werden ja mit diesen G2, 2G+-Geschichten ständig von neuen Herausforderungen uns konfrontiert sehen und das wird auch immer noch ein bisschen bleiben. Das wird auch nächstes Jahr nicht komplett weg sein wahrscheinlich. Aber wie wird denn die Umgestaltung der Neustadt auch vorangetrieben werden? Also wir müssen jetzt mal durch Corona gut durchkommen. Es ist jeder genervt, jeden regt es auf, mich auch. Also es ist ganz klar, man wünscht sich ja sein normales Leben zurück. Also man wünscht sich ja, dass diese Einschränkungen, diese Hindernisse einfach so vorübergehen. Aber durchhalten, impfen und durchhalten, denke ich, ist da die Lösung. Wenn man jetzt weiter nach vorne schaut, diese Umgestaltung der Neustadt. Ich denke, auch da geht es um den zentralen Punkt Aufenthaltsqualität steigern. Wie bringen wir es hin, dass die Neustadt so attraktiv ist, dass man da gern spazieren geht, dass man gern seinen Kaffee trinkt, dass man gern im Einzelhandel einkauft. Und ich denke, die Stadt muss in Vorleistung gehen. Die Stadt ist bereits in Vorleistung gegangen durch den Erwerb des Grundstücks Salzachzentrum. Da wird jetzt dann was entstehen, werden Bauten entstehen, werden neue Plätze entstehen, wird Aufenthaltsqualität entstehen. Die Stadt hat den Anstoß gegeben und in die Wege geleitet durch den Grundstückskauf.
In der Maklerstraße das Gleiche. Ich denke, auch da kann man die Autos ein Stück weit zurückdrängen. Es wird nach wie vor eine Durchgangsstraße bleiben. Es wird nach wie vor auch Lkw-Verkehr durchfahren müssen. Geht leider nicht anders. Aber man kann sicherlich mehr Grün, mehr Platz für Fußgänger, bessere Räume zum Verweilen schaffen. Und davon profitiert der Handel. Da ist dann die Aufforderung an die Hausbesitzer zu investieren, an den Handel, die Geschäfte da wirklich noch attraktiver zu gestalten. Die Stadt trägt es ihre dazu bei mit der Außenflächengestaltung, Maklerstraße, gibt den Anstoß. Die anderen müssen nachziehen und dann, glaube ich, gemeinsam Handel, Hausbesitzer, Gastronomie, die Stadt können dann da wirklich gute Dinge erreichen. Einfahrt nach Burghausen ist ja da mit direkt mit verbunden. Ja, das ist ja unser Einfahrtstor in die Stadt, die Maklerstraße. Aber der Bahnhof ist ja direkt angeschlossen. Wie kann denn die Stadt ein bisschen Einfluss darauf nehmen, dass die Elektrifizierung der Lokomotiven, also ja, das ist ein Thema der Deutschen Bahn und der Südostbayernbahn, aber kann die Stadt auch, gerade weil er jetzt neu gebaut wird, auf dem Gelände der ehemaligen Kirschhallen, auch ein Wort mit reinbringen in diese Diskussion, weil alle Anwohner dort freuen sich über eine Reduzierung der Abgase. Also wir reden mit im Rahmen unserer Möglichkeiten, das muss man ganz klar sagen. Also die Elektrifizierung, dieses Projekt ABS 38 ist auf einem guten Weg, es wird durchgezogen. Und damit, glaube ich, haben wir schon mal eine deutliche Lärmreduzierung, Abgasreduzierung. Wir sind immer im Gespräch mit diesen Arbeitsgruppen bei der Bahn und schauen, dass wir es auf einen guten Weg hinbringen. Es steht uns da auch noch eine große Baumaßnahme bevor, in so ein paar Jahren erst allerdings, dass diese Brücke am Stadteingang, wo der ganze Verkehr drüber fließt, die muss erneuert werden. Und das wird nochmal ein Mammutunterfangen werden, das auch einfach gut vorbereitet wird und wo die Stadt ganz klar ihre Position stärkt und die Stadt sagt, da brauchen wir Behelfsbrücken, da müssen wir gute Lösungen finden, damit wir dann am Schluss eine gut elektrifizierte Strecke haben, weniger Abgase für die Anwohner, weniger Lärm und trotzdem die Mobilität während der Bauphasen gut funktioniert. Jetzt noch ein ganz anderer Bereich, der zum städtischen Leben dazugehört, nämlich der ganze Kultursektor. Ja? Burghausen ist so als ein letztes Schlaglicht im Landkreis wahrgenommen worden in den letzten Monaten, dass hier doch noch Dinge umgesetzt werden, auch wenn sich kurzfristig durch die Maßnahmen von oben die Bedingungen immer verändert haben. Das hilft den Bürgern durchzuhalten. Ja, also ich glaube, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass es kulturelle Angebote gibt, dass es die sportlichen Angebote gibt, dass es die Freizeitangebote gibt. Wir haben immer gesagt, wenn man es machen kann, vernünftig machen kann unter diesen Corona-Bedingungen derzeit, dann machen wir es. Dann schauen wir auch nicht völlig aufs Geld, sondern machen es, damit wir die Künstler fördern, damit wir den Burghausern was bieten. Für 2022 bin ich jetzt einfach mal so optimistischer. Ich bin optimistischer und freue mich auf die Jazzwoche, die im März 2022 hoffentlich vernünftig stattfinden kann. Wir planen sie, es ist ein tolles Programm. Der Kartenvorverkauf geht jetzt ja auch los. IG Jazz, einfach im Internet auch nachschauen. Mit tollen Konzerten, da kann man sicher hingehen. Wird schön werden. Ich freue mich auf die Maiwiesen, Kultur, Freizeit. Da freuen sich alle, glaube ich, da auf freuen die sich Maiwiesen. Alle, ja. Wie sie sein wird, wissen wir nicht genau. Aber ich denke doch, wir können sie durchführen. Ich freue mich aufs Burgfest, das Gleiche. Die Konzerte dann vom Oliver Sommer auf der Burg, die oben stattfinden werden. Also einiges, was da kommt. Ich bin zuversichtlich und Burghausen hält die Kultur hoch. Das klingt nach dem alten Leben in der Stadt. Ja? Das ist ein sehr schöner Ausblick in das neue Jahr. Jetzt noch vielleicht, wie können sich denn Ehrenamtliche in Sportvereinen oder in Kulturvereinen oder im Trachtenverein zum Beispiel an dieses neue Jugendförderprogramm wenden? Das ist ja ganz neu, was die Stadt mit den Jugendförderrichtlinien aufgebracht hat. Wo kann man sich hinwenden? Mit wem kann man sprechen, ob man denn überhaupt einen Antrag stellen kann und ob die Idee, die man hat, überhaupt förderfähig ist? Das ist ganz wichtig, weil viele Menschen denken ja, ach, das ist so viel Papierkram, da lese ich mir gar nicht ein, das ist so kompliziert. Aber die Stadt hat da ja einen neuen Weg. Ja, also es soll kein Bürokratismus sein und werden, um Gottes Willen. Also Formulare ausfüllen ist ja immer schlimm und keiner hat Lust drauf. Wir haben die Jugend und die Kultur und diese Vereine schon immer gefördert. Also das ist Politik der Stadt über die letzten Jahrzehnte hinweg. So setzen wir es auch fort. Wir haben jetzt mit diesem Förderprogramm einfach ein bisschen eine Linie reingebracht, dass man klar verlässliche Angaben hat, wie es geht. Und der Hannes Schwankner,
bei uns im Jugendbüro, der leitet diese ganze Geschichte, bearbeitet die Anträge zusammen mit unserem Jugendbeauftragten, dem Magnus Stumpfoll, und schaut, dass die Vereine da vorankommen, das Geld bekommen, ihre Ideen umsetzen können. Also einfach mit Hannes Schwankner, mit Magnus Stumpfoll Kontakt aufnehmen, im Jugendbüro vorbeischauen. Es ist offen für alle Vereine, für Sportvereine, kulturelle Vereine, Trachtenvereine, alle sind eingeladen, da ihren Beitrag zur Jugendarbeit zu leisten, ja, und einfach einen Antrag zu stellen, unbürokratisch einen Antrag zu stellen. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Danke, Herr Schneider, und bis bald. Bis bald, alles Gute. Wir haben es erfahren, also es bleiben viele Themen aktuell, vieles wird neu umgesetzt 2022 in Burghausen, die Themen Verkehr, Familie, Kultur und Sport. Wir bleiben für Sie immer aktuell dabei und werden neu berichten.